Heute zeigen wir euch, wieso es sinnvoll sein kann, ein Loch in einen Reflektor zu schneiden. Herzlich willkommen bei den Video-Quick-Tipps der Fotofonie. Fensterlicht. Fensterlicht ist ein sehr schönes Licht und vor allem fast jeder hat es, denn die meisten von euch wohnen nicht im Bunker. Deswegen habt ihr Fenster und durch das Fenster fällt Licht. Normalerweise, wenn es draußen heller ist als drin. Und man kann das Licht sich sehr schön zunutze machen. Es ist so oder so ein schönes Licht, wenn man mit dem Fensterlicht fotografiert. Also hier seht ihr Fenster. Dort in diese Richtung kann man immer gute Fotos machen. Aber viele von euch mögen bestimmt diesen leicht verträumten Bildlook, der im Gegenlicht entsteht. Und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt versuchen würde, hier, wir haben die Schaufensterpuppe hier aufgebaut bei uns im Studio, im Gegenlicht ein Bild zu machen von ihr, dann sorgt das einfach dafür, dass selbst wenn ich die Belichtungskorrektur ein bisschen benutze, naja, dass die Kontraste sehr hart sind. Also sie wird tendenziell immer ein bisschen zu dunkel aussehen und gleichzeitig wird der Hintergrund immer stark ausgebrannt sein. Und es kommt hinzu, dass ihre Hauttöne, die sind sowieso schon nicht so wahnsinnig natürlich, nicht so richtig schön kommen. Deswegen haben wir hier in diesen Reflektor ein Loch geschnitten. Das Loch ist absichtlich auf dieser Höhe, weil wenn ihr das Loch in die Mitte eines Reflektors schneiden würdet, dann wäre es so, dass ihr die Hälfte des Lichtes oberhalb zum Bouncen bringt. Wenn ihr ein Porträt machen wollt, dann fallen 50% des Lichtes des Reflektors oberhalb des Kopfes in den Hintergrund. Das macht keinen Sinn. Also haben wir das Loch extra auf das Drittel geschnitten und werden jetzt durch dieses Loch fotografieren. Das hat den großen Vorteil, dass wir so eine Art Ringblitzlicht bekommen, ist nicht ganz so, aber wir leuchten im Prinzip rund um die Kameralinse aus. Es wird also ein sehr homogenes Licht sein und gleichzeitig ist es fast möglich, das ganze System selber zu halten. Es ist ein bisschen schwierig, ein bisschen kompliziert, weil ihr unten das ein bisschen ausstellen müsst, wenn die Fenster wie bei uns hier ein bisschen höher sind. Aber dann einfach die Linse durch das Loch stopfen. Ja gut, und dann mit dem Model reden, ne? Ja, das sieht gut aus, den blickt ein bisschen zu mir. Ach scheiße, das kann sie ja gar nicht. Naja. Aber es gibt in jedem Fall ein sehr, sehr schönes Licht. Hier auf der Rückseite haben wir den Rest von diesem Ausschnitt dran gelassen, sodass man das theoretisch mit einem Klebeband wieder zukleben kann. Dann ist der Reflektor nicht dauerhaft mit einem Loch ausgestattet, aber so richtig gut ist es nicht, also ob ich es ausschneide oder nicht. So teuer ist so ein Reflektor auch nicht. Die Frage ist, braucht ihr das regelmäßig oder eben nicht? Wir werden das auf den Fotoreisen jetzt als nächstes häufiger mal mit Teilnehmern ausprobieren, um einfach zu gucken, wie wirkt das im Gegenlicht und bringt es den einen oder anderen nicht doch voran, wenn er Porträts machen möchte. Also, Loch im Reflektor, durch den Reflektor durchfotografieren, Linse einfach durchschieben und damit im Gegenlicht fotografieren sorgt für homogenere Ausleuchtung und für weniger harte Kontrastumfänge. Das ist mein Tipp dazu, wie ihr mit einem Reflektor, mit einem Loch drin und Fensterlicht ein sehr homogenes Licht schaffen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, ihr gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und erzählt es weiter, teilt das Video, verlinkt es bei Facebook. Und wir freuen uns auch über Anmerkungen von euch, immer hier gerne unter das Video. Macht es gut, viel Spaß beim Reflektieren bei Fensterlicht und auf bald. Ciao, ciao, Frank Fischer von Fotoschule. Tschüss. Gerade Fran? Ich zeichne an, wo das Loch in den Reflektor reingeschnitten werden muss. Damit andere das nicht selber machen müssen? Genau. Oh, generös. Hau rein. So, wir sind schon mal durch. Mhm. Also du hast die Schere jetzt einfach senkrecht eingestochen, ja. Damit es durch die Lagen, durch die Bespannung. Genau, es ist durch alle Lagen durch. Ich habe schon unten nochmal nachgefühlt. Jetzt fangen wir an hier. Hast du ein gutes Gefühl bei? Nee. Warum nicht? Es schneidet sich beschissen. Okay. Aber es muss so. Also es ist nichts, was ich jeden Tag machen möchte. Ja gut, das macht man ja auch nur einmal. Ja, außer man möchte damit in eine Serienproduktion gehen. Möchtest du? Reflektoren zerschneiden. Nein. Okay. So, jetzt drehst du den Gesamtreflektor quasi mit der anderen Hand, drehst du den auf den Tisch, damit du quasi mit der Schere an derselben Stelle immer schneiden kannst. Das geht einfacher, als jetzt die Schere du siehst ja meine Arme. Meine Armhaltung ist eh schon so ein bisschen bedenklich. Ja, gut, ich dachte, die gehört so. Ja. Ja, nach so einer Nacht wie gestern. Der ist eigentlich wundert mich hier nichts mehr. Du, eigentlich ist er abnehmbar, ja. Ja.